Dieses Panorama mit dem wunderschönen Morgenrot hinten dran ist Grund, warum ich hierher gekommen bin. In dem Fall sind jetzt die Züge mal wirklich schmückendes Beiwerk. Guten Morgen. Ich begrüße jeden, der eingeschaltet hat. Ich befinde mich hier direkt an der Main-Neckar-Brücke, also der Brücke, an der direkt am Frankfurter Hauptbahnhof der Main überquert wird. Eben wurde die Einfahrt gestellt und aus dem rechten Brückenüberbau kommt dieser 633 Dieseltriebwagen in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof eingefahren. Der fährt jetzt noch um die Kurve dort vorne rum und dann ist er im Frankfurter Hauptbahnhof angekommen. Wir haben im Hintergrund am Himmel oben gerade mal zwei Flugzeuge. Das hängt damit zusammen, dass jetzt der 6. April ist, morgens um 6 Uhr. Durch dieses Corona-bedingte weniger Fliegen, Reisebeschränkungen sind es so wenig Flieger, normalerweise sind es dort viel mehr. Dort rechts im Bild das Haus mit dem Zylinder oben drauf, das ist der Henninger Turm. Das ist auch von Frankfurt Süd aus ganz gut zu sehen, denn wenn man sich die Karte anschaut, macht die Strecke hier fast eine 180-Grad-Kurve vom Hauptbahnhof raus über den Main drüber in Richtung Frankfurt Süd. Hat man dort in der Bildmitte jetzt das linke Hochhaus mit dem schrägen Dach, das EZB-Hochhaus und am linken Bildrand, das ist der Appleboy Tower. Das ist ein Bürogebäude, das ist relativ neu gebaut worden. Ich glaube Anfang der 2000er bis 2010er Jahre ist das Gebäude gebaut worden. Und dann hier links das Heizkraftwerk, das auch die Kohle geliefert kriegt, die da an der Einfahrt von Frankfurt Hauptbahnhof immer liegt. Am linken Mainufer vor den Gebäuden der Universitätsklinik verläuft die Straßenbahnlinie entlang des Mains, um dann dort in der Ferne an dieser Straßenbrücke wieder den Main zu queren. Und ich bin jetzt fast auf der anderen Seite des Mains angekommen und jetzt sieht man dort im Hintergrund nochmal die typische Skyline von Frankfurt. Baureihe 446 Twin Decks, der ins Ried fährt. Es ist so cool hier zu stehen. Ich stehe jetzt das erste Mal auf dieser Brücke zu Fuß, obwohl ich schon so oft hier über die Brücke drüber gefahren bin, aber eben bisher immer nur mit dem Zug. Und da es jetzt heute mal so toll gepasst hat mit diesem Sonnenaufgangspanorama nach der Nachtschicht, habe ich mir jetzt doch mal ein Herz gefasst, hätte ich beinahe gesagt, um hierher zu gehen. Es hat halt immer zeitlich nicht gepasst und heute passt es mal, weil nichts hinten dran steht.
Nachtschicht ist rum, Wetter passt aus, nicht allzu kalt. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, ich friere mir hier oben einen Arsch ab, aber es geht, ist erträglich. Und es ist ja echt Wahnsinn, man kann die Züge fast anfassen, sehr schön. Die Brücke ist vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es war im letzten Sommer, renoviert worden und dabei ist anscheinend diese ursprüngliche Gitterrostabdeckung zwischen den Schienen gegen diese Abdeckung aus diesen rutschfesten Platten ersetzt worden. Das war mir bisher aus der Fahrgastsicht noch gar nicht aufgefallen. Jetzt sehe ich das auch das erste Mal. So, dort ist auf dem rechten Gleis eine Fahrstraße eingelaufen in Fahrtrichtung Darmstadt bzw. Abzweig Forsthaus in Richtung Stadion. Und jetzt ist noch eine Fahrstraße in Richtung Frankfurt Süd eingelaufen. Beides Mal Signalbild HP1 plus VR0 und beides Mal das Ganze im gegenüber dem Bremsweg Abstand der Strecke um mehr als 10% verkürzten Bremsweg. Das sagt dieses weiße Zusatzlicht am VR0 mit dabei. So, da hat er noch wachsam drücken müssen und muss jetzt bremsen, denn seine PCB-Fahrzeugeinrichtung hat die Bremskurve aufgenommen bzw. diese Beeinflussung. Und ja, es wird irgendwo einen Wiederholer geben, der dem Lokführer anzeigt, dass das Hauptsignal grün geworden ist. Aber bis er den aufnimmt, muss er erstmal runterbremsen. Und auch die Bremskurve von der PCB unterfahren, wobei er die wahrscheinlich schon unterfahren hat. Denn man darf hier oben auf der Brücke maximal 60 bzw. dann 80 km/h fahren. Den kennen wir, das ist der, der vorhin in den Hauptbahnhof reingefahren ist, über die Brücke drüber, aus Richtung Darmstadt herkommend. Der hat jetzt den Kopf gemacht im Hauptbahnhof, die Fahrtrichtung gewechselt, Bremsprobe, das ganze Prozedere und ist dann jetzt weitergefahren Richtung Norden. Das ist der ICE 21 von Frankfurt nach Wien. Mit dem wäre ich normalerweise nach Hause gefahren. Ja, leider hat das Schiff den Spiegel hier unten auf dem Wasser ein bisschen zerstört. Aber gut, ist halt so. Dafür ist es live. Und es schaut aber eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, was das Schiff da mit dem Wasser macht. Thank you.
von hinten kommt jetzt gleich ein lokbespannter RE in Richtung Fulda. Von der Brücke runtergefahren. Oh, der nächste Lokbespannte kommt. Diese Lok von diesem Regionalexpress, die hat eine garstige Flachstelle gehabt. Die hat so ordentlich geschlagen, dass man es auf der ganzen Brücke gespürt hat, wie sich die Vibrationen, dieses Schlagen, nach unten auf dem Brückenoberbau übertragen. Letztens kam in irgendeinem Kommentar die Frage, wie so eine Flachstelle entsteht. Ja, das ist ganz einfach. Das Rad wird abgebremst, es kommt ins Gleiten, es dreht sich also nichts mehr, dann wird Material abgetragen. Dieses Gleiten wird normalerweise durch einen Gleitschutz verhindert. Das ist ähnlich wie das ABS beim Auto. Dieser Gleitschutz kann mal versagen oder er ist schlicht und einfach zu träge. Oder bei Güterwagen kommt es noch drauf an. Der Güterwagen hat ja einen Lastwechsel, der abhängig vom Beladungszustand des Wagens die Bremsübersetzung stärker oder schwächer macht. Und da kann es dann passieren, je nachdem wie der Beladungszustand des Wagens ist, aber komplett gleichmäßig beladen ist, dass dabei ungünstigen Reibwertverhältnissen es auch mal dazu kommt, dass ein Rad kurzzeitig blockiert beim Bremsen, also gleitet und dann Material abgetragen wird und eben diese Flachstelle entsteht. Es gab oder es gibt bei Lokführern immer diesen Spruch, so eine Flachstelle, da fährst du irgendwo gegen einen Prellbock, tust die Bremse ein bisschen anlegen und schleifst sie dann wieder raus. Ich weiß nicht, ob es jemals probiert wurde oder ob es nur heiße Luft ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Materialabtrag mit den Bremsklötzen der Lokomotive auf dem kompletten Umfang runterschleifen könnte. Und noch dazu wird man ja, wenn man am Prellbock steht und dann da das Drücken anfängt mit der Lokomotive, auch unten dann abhängig von der Zahl der Achsen ganz schöne Löcher in die Schiene reinschleifen. Diese Löcher gibt es tatsächlich, aber die sind anders entstanden und die findet man bestimmt auch, wenn man da drauf googelt, auf Mulden in Schienen oder ähnliches. So, es hat mittlerweile ganz schön aufgehellt. Das ist jetzt nochmal das Panorama in Richtung Offenbach, in Richtung Frankfurt Ost, in Richtung der Innenstadt. Die schöne Seite von dieser Brücke. Die Brücke hat auch nur auf dieser Seite einen Randweg, den man als Fußgänger oder Radfahrer begehen bzw. befahren kann. Thank you.
So, da habe ich vorhin noch am linken Widerlager der Brücke gesagt, da sind die Gitterroste ersetzt worden durch so einen rutschfesten Belag. Das ist anscheinend nur im Bereich vom Widerlager der Brücke so, denn hier im Überbau sind ganz normale Gitterroste und man kann zwischendurch runter auf das Wasser vom Main blicken. Dieser Kontakt, den ich gerade in die Bildmitte genommen habe, das ist übrigens ein Axtzähler, der ist für die Gleisfreimeldeanlage zuständig, dafür, dass die Signale, die Stellwerksanlagen wissen, welcher Gleisabschnitt besetzt ist und welcher frei ist und dementsprechend die Signale richtig geschaltet werden. Da ist mal wieder eines der wenigen Flugzeuge, die heute Morgen am Himmel sind, zu sehen. Und am rechten Flussufer zwischen dem Appleboy Tower und dem Festland. Das ist der sogenannte Westhafenbereich. Das ist alles in den frühen 2000er Jahren entstanden. Das sind recht günstige Wohnanlagen mit integriertem Bootsanschluss vor der Haustür. Ich bin jetzt wieder am rechten Ende der Brücke angekommen, am rechten Widerlager. Da kommt jetzt die Regionalbahn nach Wächtersbach aus dem Frankfurter Hauptbahnhof rausgefahren. Ein alter Görlitzer Doppelstock-Steuerwagen vorne dran. Hinten dran schiebt irgendeine Baureihe 143 Derivat. Und da kam aus dem Ried bzw. von der Bergstraße ein Vierteiler und ein Dreiteiler, Baureihe 446, eingefahren in den Frankfurter Hauptbahnhof. Versucht mal darauf zu achten, beim nächsten elektrischen Zug, der Stromabnehmer wird im Bereich der Brücke ziemlich weit nach unten gedrückt. Dort hängt also die Oberleitung recht tief im Vergleich zum restlichen Netz. Dann haben wir hier direkt vor meiner Nase diese Gleise, die nach links abzweigen, dort nach links in Richtung der DB-Zentrale bzw. der ehemaligen Zentrale, dem ja, Affenfelsen hatte als Spitznamen oder Alcatraz, also die DB-Zentrale in der Stephensonstraße in Frankfurt, die man dort im Hintergrund sieht. Und diese Gleise, die dort im Vordergrund in diese Richtung verlaufen, das sind die Gleise, die die Güterzugumfahrung für den Frankfurter Hauptbahnhof bilden. Da fahren also die Güterzüge nach links weg, die am Frankfurter Hauptbahnhof vorbeifahren sollen, um dann über Frankfurt West in Richtung Main-Weser-Bahn, Marburg, Gießen weiterzufahren. Und dann ist jetzt hier direkt vor meiner Nase die Brückenauffahrt. Wir haben hier außen an den Schwellen so ein Winkeleisen angeschraubt. Was auch immer das für eine Bedeutung hat, das weiß ich nicht, außer dass es den Schotter, der hier außen in Position ein bisschen höher liegt, weghält. Dann haben wir da eine Balise liegen für die GNT, die hier anfängt. Und dann haben wir die Zwangsschiene dort in der Mitte zwischen den Gleisen liegen. Die soll verhindern, dass ein entgleistes Fahrzeug in diese Brückenkonstruktion reinfährt und dort Schaden anrichtet. Und dann im Bereich in der Bildmitte
dort wo die Kleineisen, diese Schienenbefestigung, so groß ausgeführt sind, dort ist eine sogenannte Auszugsvorrichtung. Das ist das Gerät, das wie bei jeder Brücke die Längendehnung bei Kälte und Hitze gegenüber dem festen, also dem Festland ausgleichen muss. Da sind also die Schienen so eingebaut, dass sich die Schiene, die auf dem Land ist, und die Schiene, die auf der Brücke durchgeht, dass die sich gegeneinander verschieben können und trotzdem das Spurmaß gewahrt bleibt, dass das also entgleisungs- und betriebssicher ist. Das ist bei allen vier Gleisen, die hier auf die Brücke draufgehen, vorhanden. Logischerweise, denn jedes Gleis auf dieser Brücke tut sich mit dem Brückenüberbau mehr oder weniger ausdehnen und wieder verkürzen. Hier links im Bild, das ist so eine Förderschnecke oder ein Sauger, mit dem die Kohle von den Frachtschiffen, die hier festmachen, entladen wird, damit das Heizkraftwerk Brennstoff hat. Und dann haben wir hier nochmal die Brücke in der kompletten Ansicht, in der vollen Breite. Und ganz im Hintergrund auf der nächsten Mainbrücke, auf dieser Stabbogenbrücke, da verlässt gerade eine S-Bahn in Richtung Frankfurt-Niederrad die Brücke. Und jetzt kommt wieder eine. Das ist aber anscheinend keine S-Bahn, das scheint eher ein 446 zu sein. Oder ein 442, keine Ahnung. Kann ich auf diese Distanz nicht erkennen und nicht deuten. Und hier dann am rechten Bildrand ist dieses ehemalige Druckwasserwerk, in dem jetzt irgendein Verköstigungsbetrieb untergebracht ist. Jetzt könnte ich mich gerade voll ärgern, als ich auf diesen ICE 3 fokussiert war, ist im Hintergrund auf dieser nächsten Eisenbahnbrücke, dort zwischen Frankfurt und Frankfurt-Niederrad, ein Intercity drüber gefahren, und zwar in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Das müsste der Intercity 2021 von Hamburg gewesen sein, und auf dem hat sich die Sonne in den Fenstern total schön gespiegelt. Es müsste diese Fenster, diese goldbedampften Fenster von den AVMZ oder von den APMZ-Wagen gewesen sein. Ja, ich hoffe, dass es auf der Aufnahme mit drauf ist. Mir ist es erst viel zu spät aufgefallen, aber ich glaube nicht. Thank you.
der fährt anscheinend auf Halt drauf zu, dieser RE. Das ist der Main-Spessart-Express, also aus meiner Richtung herkommend, aus Würzburg-Aschaffenburg. Ja, und dann ist hier nebendran in der zweiten Reihe zwischen dem Heizkraftwerk und dem Hafen noch diese Gleise von der Hafenbahn. Dort vorne stehen auch zwei Kohlewagen fürs Heizkraftwerk. Und das Ganze sieht ja dann mal sehr schön und modellbahngerecht aus. Da enden die beiden Gleise stumpf mit Prellböcken. Ganz schön eigentlich. Das ist jetzt ein ICE 4, Baureihe 412. Da bin ich letztens auch in einem Kommentar gefragt worden, warum die Antriebswagen, diese Powercars, bei diesem Zug so, ja, augenscheinlich sinnfrei über den Zug verteilt worden sind. Denn im Gegensatz zu den ICE 3 oder ICE Ts, wo ja die Powercars einigermaßen symmetrisch verteilt sind, sind sie beim ICE 4 total wahllos verteilt. Diese Frage kann ich so ohne weiteres nicht beantworten, denn ich weiß es schlicht und einfach nicht. Ich weiß nur, dass der 412 so konfiguriert ist, dass der Zug eine bestimmte Beschleunigungsrate und eine bestimmte Endgeschwindigkeit erreichen kann und muss. Und danach sind die Powercars in diesen Zug eingestellt worden. Und warum die so unsymmetrisch sind, das kann ich nicht beantworten. Thank you.
mit einem letzten Schwenk über dieses schöne Flusspanorama möchte ich mich dann von euch verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt diesen Sonnenaufgang genauso genossen wie auch ich. Dieser Regionalexpress, der da gerade eingefahren ist, oder diese Regionalbahn, die ist hier nach der Brücke gleich nach links abgebogen, um dann auf den, wenn man vom Bahnsteig aus schaut, rechten Strang, der in den Hauptbahnhof reinläuft, zu fahren, um in die höheren Gleise reinzukommen. Also die Gleise mit den höheren Nummern ab der 10 aufwärts. Da muss hier oben zwischen der Main-Neckar-Brücke und dem eigentlichen Einfahrt von Frankfurt Hauptbahnhof schon sortiert werden, welcher Zug wohin soll, und dann kommen da solche Fahrwege dabei raus. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, ich mache mich jetzt nach Hause, ab ins Bett, schlafe eine Runde und dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Alex E. Servus.